Ein Videospiel mit meinem Lieblingsheld? Tolle Idee, immer her damit. Das kann ja gar nicht schief gehen. Willkommen bei WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir euch unsere Top 10 Dinge, die Superhelden-Games immer verkacken. Für diese Liste werden wir die häufigsten und ärgerlichsten Fehler diskutieren, die Superhelden-Spiele tendenziell machen. Bereit für ein paar Super-Fehlschläge? Nummer 10. Überbeanspruchung der gleichen Waffe oder Technik. When I find you, you're dead. Wir haben's verstanden. Die Technik, die du erfunden hast, ist cool. Aber lass sie uns genießen. Eine der Fallen, denen viele Spiele zum Opfer fallen, ist Gimmicks zu oft zu wiederholen. Beispielsweise in Batman Arkham Knight, wo der dunkle Ritter das Batmobil in einen Panzer verwandeln konnte. Einige Spieler hatten nichts dagegen, aber andere das Gefühl, das Auto sei ihnen aufgezwungen worden. Rätsel, Kämpfe und Erkundungen fühlten sich so weniger wie ein Batman an, sondern eher wie ein schlechter Spy Hunter Reboot. Die Funktion wurde schnell schal, sodass einige Spieler sogar das Spiel frühzeitig abbrachen. Natürlich ist Arkham Knight nicht der einzige Schuldige. Nummer 9. Nur ein einfallsloses Hau-drauf-Spiel zu sein. Nicht falsch verstehen, wir lieben ein gutes Hau-drauf-Spiel. Einige X-Men-Arcade-Spiele brachten uns dazu, mehr Münzen auszugeben, als uns lieb ist. Da jedoch so viele andere Superhelden-Titel auf diese bewährte Formel zurückgreifen, wird das Genre schnell alt. Bei Videospieladaptionen ist es zu dem Punkt gekommen, an dem sich Hau drauf eher wie Malen nach Zahlen anfühlt. Wir brauchen Superheldenspiele, die mehr können als nur Bösewichte kloppen. Filme und Comics haben gezeigt, dass Superhelden nicht homogen sein müssen. Je mehr sie einer Formel folgen, desto weniger speziell werden sie. Außerdem geht es nicht jedem Helden nur darum, kriminelle Windel weich zu prügeln. Nummer 8. Farblose Spielwelten. You heard Whitney Chang. Some people are grateful to the Carnage Killer. I kinda know how they feel. Es gab viele Superheldenspiele, die unter langweiligen Umgebungen und Leveldesigns litten. Manchmal stellt sich die Frage, ob die Entwickler neben der Charaktere überhaupt das Quellmaterial betrachtet haben. Filme und Comics zeigen, dass jeder Held seine eigene einzigartige Welt hat, von Architektur bis hin zu zahlreichen speziellen Sehenswürdigkeiten. Zu einer Welt eines Charakters gehört mehr als nur New York City nachzubauen. Oder schlimmer noch, willkürlich Gebäude zu kopieren und einzufügen. Keine Angst vor Kreativität, bitte. Nehmt einfach Batman Arkham-Spieler als Vorbild, wie man es richtig macht. Lights out, rich boy. Nummer 7. Hässliche Charakterdesigns. And it was awesome. The Avengers were everything I imagined. Trotz wiederholter Enttäuschungen. Ein neuer Superheld wird angekündigt und wir können es wieder nicht erwarten. Aber wie oft waren wir schon nach dem Release erschüttert von der Art und Weise, wie einer unserer geliebten Helden dargestellt wurde? Wir alle kennen es. Komische Augen, schreckliche Mimikanimationen oder schlimmer noch, gar keine Ähnlichkeit. Dann gibt es die Spiele, die versuchen, ihre Filmvorlage zu replizieren und dabei fast immer scheitern. Grafiken sind nicht alles. Aber hässliche Charakterdesigns können das Erlebnis wirklich ruinieren. Wie kann man ein Spiel genießen, wenn Supermans Kopf wie die Arbeit von Frankenstein aussieht? Nummer 6. Integration anderer Helden. Zu viele Köche versalzen die Suppe. Wer kennt die Redewendung nicht? Manchmal sind einfach zu viele Beteiligte im Spiel. In diesem speziellen Fall sprechen wir von zu vielen Helden, die sich in einem Spiel zusammenfinden. Dies erschwert es, eine zusammenhängende Geschichte zu schreiben, besonders wenn man alle Fan-Favoriten einbeziehen möchte. Folge sind Schwierigkeiten bei der Anpassung der Spielbalance und kann zu einem gestörten Gameplay führen. Klar will jeder seinen Lieblingsheld in einem Videospiel sehen, aber das hat leider seinen Preis. Also manchmal ist weniger einfach mehr. Nummer 5. Ausgewogenheit der Stärken eines Helden mit Videospielmechanik. We have a 10-11. Unit responding on the scene.
Das mag schwierig zu glauben sein, aber es gibt einige Superhelden, die einfach nicht mit traditionellem Spieldesign reproduziert werden können. Nehmen wir zum Beispiel Superman. Neben dem Fliegen, dem Hitzeblick und dem eisigen Atem ist Superman fast unbesiegbar. Wie schafft es also ein Spiel, Supermans Fähigkeiten zu erhalten und gleichzeitig Niederlagen des Spielers zu ermöglichen? Einige Spiele haben einzigartige Ansätze zur Bekämpfung dieses Problems gewählt, aber die meisten scheiterten, boten Ausreden für verminderte Fähigkeiten, anstatt wirklich nach alternativen Spielansätzen zu suchen. Ein vertrautes, konventionelles Design hat Vorteile, aber es ist an der Zeit, unkonventionelle Wege zu finden, wie Superhelden in Videospielen funktionieren könnten, besonders solche mit göttlichen Kräften. Nummer 4. Falsche Genre. Natürlich wurde nicht jeder Superheld in ein typisches Hau-drauf-Spiel gesteckt. Tatsächlich gab es einige Spiele, die ihre Charaktere mit eindeutig anderen Genres verbunden haben, was nicht unbedingt eine gute Entscheidung gewesen sein muss. Kannst du dir die X-Men in einem Top-Down-Shooter vorstellen? Ja, das gibt's. Wie wäre es mit einem Tex Avenue mit Hulk? Ja, das gab's auch. Wirklich. Wir schätzen den Mut zum Neuen, aber einige Ideen, die umgesetzt wurden, waren einfach zu seltsam, um Sinn zu ergeben. Das Spiel muss das Quellmaterial wenigstens minimal widerspiegeln. Tja, leider ist 9 nicht immer besser. Nummer 3. Lizenzprobleme. Right behind you. Such power! I have the speed of the tiger! Bei der Entwicklung eines Superheldenspiels ist die Einhaltung der Lizenzregeln wohl die grausamste Aufgabe. Jede kleine Entscheidung muss von Führungskräften genehmigt werden, die mehr oder weniger mit dem Ausgangsmaterial vertraut sind. Qualvoll wird es, wenn diese auch noch wochenlang Entscheidungen schieben oder absurde Forderungen stellen. Wenn es dann wenigstens sicher wäre, dass sie die richtige Entscheidung treffen. Wenn sie eine Idee ablehnen, kann das Entwickler viel Zeit kosten, was uns Superman 64 beschert hat. Na toll. Nummer 2. Ein Spiel zum Film zu sein. Crawling out of Medbay now. You are one tough son. Try and get to the point. I'll meet you there. On my way. Lasst uns etwas klarstellen. Nicht jeder Film braucht sein eigenes Videospiel. Glücklicherweise passiert dies nicht mehr so häufig wie früher. Aber trotzdem, Spiele zu Filmen sind berüchtigt, in schmerzhaft kurzer Zeit zusammengeschustert zu werden, was zu Unmengen an Bugs führt. Kein Wunder, dass viele Superheldenspiele wie Iron Man und Thor: God of Thunder auf der Worst-of-Liste standen. Es gab sie nur, um aus Blockbuster-Filmen mehr Kapital zu schlagen. Die Lektion ist hier einfach. Entwickle kein Superheldenspiel nur für Geld. Tu es, weil du den Helden magst. Das Geld kommt dann von allein. Noch nicht ganz am Ende, aber fast geschafft. Abonnier den Kanal und klick auf die Glocke, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden. Alles klar, weiter geht's. Nummer 1. Nicht das zu zeigen, was den Helden großartig macht. Alles in dieser Liste ist Teil des Problems. Die meisten der Spiele, die wir erwähnt haben oder gezeigt haben, litten darunter, dass niemand sich gefragt hat, was macht diesen Charakter eigentlich großartig? Eine Antwort darauf sollte das primäre Ziel sein und gleich danach die Spielerfahrung. Gute Superheldenspiele geben dem Spieler das Gefühl, wirklich zu diesem Helden zu werden, sich wie Spider-Man durch New York zu schwingen oder mit Gadgets wie Batman Gotham zu bewachen. Ein Superheldenspiel muss etwas Einzigartiges sein. Nicht nur ein Abschlag eines bestehenden Modells. Ein Name allein reicht nicht immer aus. Wie andere kreative Werke erfordern Superhelden viel Gedanken, Fantasie und vor allem Zeit. Let's see if the coin thinks you're telling the truth. Gefällt euch unsere Auswahl? Schaut euch auch diesen neuen Clip von WatchMojo Deutschland an. Mit der Glocke werdet ihr immer über unsere neuesten Videos benachrichtigt und denkt dran zu abonnieren.